kürzer als ursprünglich geplant, aber doch ein bisschen früher, als wir uns das am Ende erhofft hatten, hat der FC Bayern Basketball aus dem Quarantänehotel ausgecheckt und auch aus dem Final Ten Turnier. Und wir machen zum Abschluss noch eine Sendung hier am Audi Urban Cinema am Flughafen München. Und zwar natürlich mit unserem Big Boss, mit CEO Marco Pesic. Schön, dass du dir nochmal Zeit genommen hast. Also, war natürlich jetzt nicht so, wie wir uns das erhofft hätten. Das ist ganz klar. Jetzt sind aber ein paar Tage vergangen. Du siehst auch ganz okay aus. Wie hast du es denn verkraftet, dieses Ausscheiden? Ah ja, klar, direkt wenn man ausscheidet, die ersten paar Nächte sind schon hart, weil da einem tausend Sachen durch den Kopf gehen, weil man die letzten zwei, drei Jahre haben uns ein bisschen verwöhnt und dann, wenn du im Viertelfinale ausscheidest und auch so knapp ausscheidest, dann ist es natürlich sehr, sehr hart. Aber irgendwann muss ja weitergehen und wir führen jetzt Wechselgespräche mit allen Spielern, bevor sie nach Hause gehen. Da wird jetzt Analyse hat nicht angefangen nach dem Aus, sondern schon früher. Aber trotzdem muss man jetzt auch die Meinung der Spieler und das Gefühl der Spieler und des Trainerstabs mitbekommen, um auch ein bisschen zu analysieren, was ganz genau auch dort im Hotel war. Weil man hat nicht das Gefühl, nicht hundertprozentiges Gefühl. Wenn man dabei ist, dann ist es einfacher. Und dann werden wir Schritt für Schritt in die Umsetzung der Entscheidung reingehen. Hattest du jetzt schon die Gelegenheit, quasi alle gemeinsam einmal nochmal zu sehen nach diesem Ausscheiden? Ja, wir waren am Sonntagabend, haben wir gemeinsam haben so ein Abschlussabendessen gemacht, das wir immer machen. Das ist natürlich jetzt in diesen Bedingungen ein bisschen anders als in einer normalen Situation. Auch das war gut, das war super, die Jungs wieder zu sehen. Es waren, bis auf den Kollegen, der hinter uns sitzt, alle, die im Hotel dabei waren, über die 22, 23 Personen, die da waren. Waren alle dabei und es war super, die nochmal zu sehen und das war ein gutes Abschlussessen. Okay, sehr schön. Wir wollen natürlich heute in dieser Saison auch diese Saison positiv abschließen, mit einem positiven Gefühl in die Sommerpause gehen. Zuvor wollen wir natürlich trotzdem noch einmal das Sportliche analysieren und das haben wir gemacht mit unserem Sportdirektor Daniele Baiesi. Hier ein sportliches Resümee. It's strange because, you know, you compete for 7 months with some kind of mindset because you know that the format is going to be a playoff format and so on and so on. And all of a sudden you have to show up for a 20-day competition that is going to assign a title. I mean, everybody's pretty much in the same situation, but I think that the teams that have the most to lose in an event like that are the ones who are going to pay the price, the higher price. Or at least this is what I think happened to us. No secret. I think it was pretty clear on the court that we had chemistry issues. Guys got along great off the court, but the difference between a group and a team is the fact that a team foresees roles. A group of guys just, you know, it's a group of guys. They get together, they get along well. But then when they get on the court, people are expected to do things. And, you know, the way they do these things are going to cause a reaction and cause a reaction even in the chemistry of the group. So I think that we have to, in this moment, you know, a lot of emotions are still out, at least I speak on a personal note. And I think that we have to be very frank and very honest in analyzing what has led us to an underachieving. And take it from there and learn from our mistakes. I'm not sure you guys know who Alex Zanardi is, but he was a car race pilot who had a terrible accident here in Germany 20 years ago, more or less. He's fighting for his life again in Italy. He had an accident riding his hand bike. He's from my hometown, first of all. And he's been an inspiration like no other for me recently. And I quote, he said, you can choose whether, you know, you can cry on, you know, why did this happen? Why did it happen to me? Or you take every day as a chance to put something new or add something new to your life and your personal experience. I think this
this should be our approach to everything that happens from now on, and treasure for what went wrong. I mean, minor setback to have a huge comeback. I believe that we have to analyze, not overanalyze, but analyze thoroughly and honestly what has happened this year and why, and in order to understand how the guys that will be returning next year can be put in a position that will be suitable for them to perform at their best, because it is no secret that basically nobody did. I am still confident that most probably most of the decisions that I made this year were not correct, but the ones that have been investing a long-term life of this club were still the correct ones. And it's not, you know, I used to play baseball, so there are people who go for the home run every time, and they will strike out 7 out of 10 times. But if you try to hit and get to base, that's how you build your points. And I think that this is what we should do in that sense, like go step by step, player by player, coach by coach, manager by manager in that sense, and hopefully get a common understanding and take the direction that we had decided to take before the crisis. Also ja, da weitermachen, wo man aufgehört hat vor der Krise, ein kleines Setback für ein großes Comeback. Und das mit dem Analysieren, was du auch schon gesagt hast, dann stimmst du zu dem Daniele oder siehst du noch etwas anders? Möchtest du etwas ergänzen? Nein, ich glaube, grundsätzlich alles, was seit dem circa 15. März passiert ist, ist eine unglaubliche Lebenserfahrung für uns alle. Genauso wahrscheinlich wie für dich, aber auch vor allem für mich und viele Sachen, die in der Zeit passiert sind, es gab wenige Lichtblicke, sagen wir so. Und grundsätzlich ist das so, dass wir alle hoffen, dass sich die Situation irgendwann normalisiert. Aber in dieser Zeit war es eigentlich ganz gut. Das Positive ist, dass wir viele Erkenntnisse gewonnen haben, wer wie reagiert, wer sich wie benimmt, bei wem, ohne das jetzt auf persönlicher Basis zu werten, auf wen ist Verlass, wer hat den Verein an erster Stelle und wer hat sich an erster Stelle. Das war eine wirklich wertvolle Zeit, und ich finde, dass wir, ich bin mir sicher, dass wenn wir intelligent sind, und ich gehe davon aus, dass wir das sind, dass wir daraus unsere Lehren ziehen müssen. Sportlich hat sich so ein roter Faden durch diese ganze Saison gezogen. Wir haben als Beispiel, ich nehme mal drei Spiele, die wir in der Euroleague auswärts hatten, Panathinaikos Athen auswärts, Milano auswärts, Barcelona auswärts, wo wir wirklich unglaublich gut gespielt haben. In Mailand mit 20 geführt, im dritten Viertel, in Barcelona mit 16 geführt, im vierten Viertel. Und ähnlich in Panathinaikos. Das heißt, es ist nicht die Qualität der Spieler immer, sondern wie Danieles ansatzweise versucht hat zu erklären, auch die Chemie untereinander vor allem. Und deswegen spielt diese Phase, Corona-Phase, eine wichtige Rolle. Wie reagieren wir, wenn wir unter Druck sind? Wie reagieren wir, wenn wir Adversities, Challenges nehmen, wo wir mit dem Rücken zur Wand sind, und da waren wir dieses Jahr nicht gut. Mhm. Wenn wir da gut gewesen wären, dann hätten wir sicherlich unsere Chancen auf die Playoffs gehabt und wären nicht Vorletzter in der Euroleague. Mhm. Und das hat sich dann 1:1 übertragen in dieses Turnier, wo wir drei Spiele verloren haben, gegen Ulm und Oldenburg und gegen Ludwigsburg, wo wir eigentlich das Spiel kontrolliert hatten, große Führung gespielt haben, aber dann irgendwie am Schluss es nicht geschafft haben, aus uns bekannten Gründen, es nicht zu Ende zu bringen. Mhm. Und das ist etwas von dieser Erfahrung, obwohl sie jetzt natürlich unheimlich wehtut, müssen wir profitieren. Und das tun wir, indem wir erstmal uns hinterfragen,
welche Entscheidung wir getroffen haben. Und in dieser Phase ist immer opportun, vielleicht mit dem Finger auf anderen zu zeigen, aber das werden wir sicherlich nicht machen, sondern die Mannschaft, so wie sie zusammengestellt worden ist, ja nicht die Entscheidung der einzelnen Spieler, sondern von Daniele und mir. Mhm. Da müssen wir schauen, dass wir für den Verein bessere Entscheidungen treffen. Das hängt so alles ein bisschen zusammen. Auf der anderen Seite, obwohl das vielleicht jetzt für andere nicht interessant ist, weil Sport steht immer Nummer eins. Ich glaube, dass wir als Organisation unglaublich gewachsen sind. Ich finde, das, was wir auf die Beine gestellt haben bei diesem Turnier, der noch läuft, ist eine einmalige Geschichte. Die Mitarbeiter, die auf einmal aus der Kurzarbeit oder aus der Flatline rausgezogen sind und dann auf einmal das alles auf die Beine haben stellen müssen, gebührt an dieser Stelle allergrößter Respekt an euch, hier über jetzt fast 3 Wochen lang diese Sendung zu produzieren. Und da haben wir, wie soll ich sagen, das Fundament, den Rückgrat dieses Vereines haben wir dort. Und das muss uns allen als Motivation dienen, dass wir, dass auch die Spieler und die Trainer das auch erkennen. Und dass das auch eine Motivation ist. Und nicht nur, was für eine Statistik habe ich und wie ist die Berichterstattung über mich als Spieler oder Trainer in den sozialen Medien, sondern dass man viel mehr da sein muss, als vielleicht jetzt der Fall war. Wobei man nochmal sagen muss, in dieser Krise verurteile und urteile ich über keinen, weil das ist etwas, was noch nie da gewesen ist. Aber ich rede über das, was für die Zukunft wichtig ist, nämlich diese Erfahrung, die wir gemacht haben. Ja. Du hast schon ansatzweise angesprochen, wir wollen auch heute die Sendung nutzen, einfach mal Danke zu sagen. Nämlich nicht nur eben, wie du schon gesagt hast, unsere Organisation als solche, gibt es auch sehr viele andere Leute. Wir machen kurz noch einmal, um nämlich dieses Turnier auch abzuschließen, ein Dankeschön an das Hotel Leonardo Royal. Und da haben wir noch ein letztes Hotel-Update. Und da ist ein gewisser Valentino, der hat viel zu sagen. Schaut doch selbst. Freitagabend, 21 Uhr, gezeichnete Gesichter, gepackte Koffer. Nein, so hatten die Bayern sicher nicht geplant, aus im Viertelfinale gegen Ludwigsburg. Der Kampfgeist, dieses Mal hat er nicht gereicht. Exakt 14 Tage nach der Ankunft, nun also die Abreise des Bayern-Tross und damit das Ende einer insgesamt holprigen Saison. Ab sofort der Blick also nach vorn gerichtet. Naja, mit einer Ausnahme, denn wir möchten nämlich nochmal Danke sagen und zwar bei 3 ganz besonderen Menschen. Marion, Frau Müller und Valentino. Die 3 guten Seelen der Hotelbar. Immer da, wenn Not am Mann und all das immer mit einem Lächeln. 3 Wochen Quarantäne mit über 200 Basketballern. Am Anfang kurz beschnuppert und dann... Jetzt sind die ganze locker normale, sind sie alle lustig, sind sie alle freundlich und so alle zusammen. Wir geben immer Hand in Hand, hallo, wie geht's und so. Und jetzt ist es super klar, super, passt alles gut, ja gut. Ansteckende gute Laune. Valentino, eine Mischung aus Barkeeper, Grillmeister und Entertainer. Ja, das ist alles gehört dazu. Wir gehen ja auch nicht raus und so. Wir müssen auch ein bisschen so ein bisschen Animation machen, ein bisschen Spaß machen. Auch wie mein Pi selber schon, wir haben ein bisschen andere Atmosphäre. Und natürlich, das habe ich das gemacht, wegen sind sie auch, die alle Mannschaften sind auch mit Spaß mitgemacht. Die machen auch dazu. Die wollen auch ein bisschen was anderes, nicht jeden Tag mit dem Basketball und so. Ist komplett was anderes. Und das hat es schön gemacht. Das Erfolgsgeheimnis des kleinen Hotelteams offensichtlich Teamwork. So, die Marion, die Frau Müller und ich sind sie alle 3 zusammen so ein schönes Team, hat uns gekämpft, hat uns auch geschafft. Wegen dem sind sie natürlich, sind sie nur die Dritte, sie sind hier in der Kantine bleiben, mit natürlich jede Woche muss sie Corona machen, zur Teste Corona und dann alles super, alles sehr gut läuft. Natürlich, wir haben das geschafft, zusammen Hand in Hand.
immer ein bisschen eine geht zur Pause, eine zurück, eine so, aber sind sie immer da für die Komplettmannschaft und haben uns geschafft bis jetzt. Einer für alle und alle für Valentino. 3 Wochen somit überhaupt kein Problem, egal ob Kantine oder Quarantäne. Wir sagen nochmals herzlich Dankeschön und sorry, dass wir diesen einen Wunsch in diesem Jahr nicht erfüllen konnten. Bis jetzt hoffe ich, der Bayern geht weiter. Dann bin ich natürlich für die Bayern. Deswegen bin ich aus Bayern hier. Das ist unser Leonardo Hotel, ist auch in Bayern und alles und so. Aber nachher wäre keine Chance. Und keine so, das ist nur ein Spiel. Das Spiel muss einer gewinnen. Und dann bin ich für die Grillmannschaft. Sehr gut. Danke Ihnen. Ciao. Also einen Motivationstrainer hätten wir schon für das nächste Jahr. An dem hat es wahrscheinlich nicht gelegen. Also wir sagen natürlich auch Danke an das Personal, das so lieb unterstützt hat. Dann haben wir den ganzen Hotelbereich abgedeckt. Wem müssen wir noch Danke sagen? Ein ganz großer Bereich ist dieses ganze Ticketing-Thema, was ja durch die Corona-Krise... Im Verein jetzt? Ja, genau. Ja, die Leute im Ticketing und im Vertrieb, die haben natürlich einen extrem schwierigen Job gehabt, weil das, was man eingenommen hat, war ja ein bisschen in Frage gestellt. Und was wir versucht haben, explizit oder vor allem im Dauerkartenbereich, dass wir wieder wirklich mit jedem persönlich sprechen. Mhm. Im Tageskartenbereich auch, aber das war natürlich klar, dass die Leute, wenn sie für ein Spiel kommen, auch das Geld zurückbekommen sollten. Und das Feedback war exzellent. Wir sind noch im Prozess, weil circa noch 20% Rückmeldung zu bewerten ist oder mit den Kunden zu besprechen ist. Über 60% im Public-Dauerkartenbereich hat auf Rückerstattung verzichtet. Das ist nochmal an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, weil das ist in dieser Zeit auch ein Zeichen der Loyalität und aber auch als Ergebnis der Arbeit der Mitarbeiter im Ticketing-Bereich. Mhm. Und jetzt müssen wir Schritt für Schritt das hoffentlich im Monat Juli abarbeiten und dann auch bekannt geben, wie viel da zusammengekommen ist für das, was uns allen wichtig ist, für diese Spende. Ja, genau. Also das war gerade die Heldenspende, von der wir gesprochen haben. Dann haben wir natürlich wie jede Saison auch die Dank Dein Pfand Aktion. Da kommt auch noch was zusammen. Immerhin haben wir 3/4 der Saison im Audidom verbracht. Und zu guter Letzt, das Audi Urban Cinema hat ja auch mit ihren Ticketverkäufen quasi gesammelt für den guten Zweck. Unter anderem kommt das auch einer unserer Partnerorganisationen zugute, nämlich Kaffee über den Tellerrand. Und die stellen wir euch jetzt gleich nochmal genau. Servus, ich bin der Lorenz, ich arbeite hier in der Gemeinschaftsunterkunft an der Meindlstraße als pädagogische Hilfskraft. Wir haben zurzeit so ungefähr 120 Bewohner hier und alle freuen sich natürlich tierisch, wenn man einfach ein warmes und gutes Essen vielleicht auch aus der Heimat bekommen kann. Und da gibt es eigentlich nichts Schöneres, das wissen wir selber auch. Und wir freuen uns riesig, dass Tellerrand uns das ermöglicht und wir mit denen kooperieren dürfen und wir einfach das genießen dürfen, auch gekocht zu werden. Mein Name ist Omar Blackson, ich komme aus Nigeria. Ich bin hier in dieser Asylunterkunft seit 2018. So, mit dieser Aktion können wir natürlich alle wieder zusammenführen, weil nicht jeder seinen eigenen Brei quasi kocht. Und zusammen essen macht immer viel mehr Spaß als alleine. Lass es euch schmecken!
Der Abstand ist natürlich immer vorhanden bei uns, ist ganz wichtig. Und auch beim Essen mit anderen Leuten wird erst recht darauf geachtet. Danke, jetzt ich habe Hunger, ich gehe zum Essen und danke auch. Nochmal danke, Ober Tellerrand, für die Essen. Schmeckt gut, sehr lecker. Ja, ein allerletztes Mal nutzen wir unsere wunderschöne Außenstudio-Dachterrasse hier mit Blick aufs Audi Urban Cinema. Warst du einmal hier, um ein Spiel anzuschauen? Nein. Also nicht Basketball, aber Fußball nicht. Okay, Fußball hast du geguckt? Okay. Ja, schön war's. Wir entlassen euch damit eigentlich schon fast in die Sommerpause. Zuvor noch, Marco, was passiert denn jetzt im Sommer beim FC Bayern Basketball? Tja, viel. Wir planen jetzt momentan, wir versuchen die nächste Saison zu planen und dann... Es wird ein paar Umbauarbeiten im Audidom geben. Mhm. Das wird wahrscheinlich den ganzen Juli, fast das erste Drittel August dauern. Und dann werden wir uns versuchen, so gut wie möglich auf die neue Saison vorzubereiten. Wir erstellen ein Sicherheits- und Hygienekonzept sicherheitshalber vor, das wir dann einreichen werden, das was uns erlauben sollte, mindestens 50% der Kapazität zu befüllen erstmal. Also dass auch Zuschauer da sein können tatsächlich, ja? Wir haben jetzt gemerkt natürlich, dass wenn wir im Audidom spielen, fehlt uns, was ja. Anderes ist, wenn es mit Zuschauern passiert. Also es ist dazu natürlich der ganze Sport, was wir da organisieren müssen und die Mannschaft zusammenstellen müssen. Und das erwartet uns jetzt erstmal bis Mitte August. Mhm. Und dann fahren wir vielleicht ein bisschen in Urlaub. Okay. Sehr schön. Ja. Aber BBL Euroleague plant eigentlich relativ normal zu starten, gell, zeitlich? Ja, die Euroleague hat heute einen Spielplan rausgegeben. Die BBL, das wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Was sicher feststeht, ist, dass es nicht wie geplant am 16. und 18. September anfängt, sondern hoffentlich deutlich später. Mhm. Was uns natürlich die Zeit zwischen den Spielen mit Fans und Saisonanfang verkürzen würde. Das ist das Ziel, da einen guten Mittelweg zu finden, aber das steht noch aus. Okay, gut. Das Trikot hast du ja schon unterschrieben. Ja. Das werden wir im Laufe der kommenden Saison. Da werden wir vielleicht noch ein paar Unterschriften sammeln und dann werden wir das, wie wir das gerne machen, für den guten Zweck versteigern bei Gelegenheit. Dann darfst du heute aber was anderes machen, denn also unser Inside Man aus dem Hotel, ihr habt den oft schon als im Beitrag gesehen und heute auch schon einen kleinen Teaser am Anfang. Jule Glonegger hat natürlich ausgecheckt und er ist heute unser Model. Wir haben nämlich vergessen, dass wir ein T-Shirt verlosen. Das ist das Ball in Till Paradise T-Shirt aus der Courtside Collection. Und das verlosen wir jetzt an einen unserer Kommentatoren unter unserem Zoom-Video. Marco, du darfst eine Nummer sagen zwischen 1 und 25. Er hat es vorgeahnt, ich sag's dir. Ja. Und nicht wundern, der Gewinner dieses T-Shirts, also es ist ein neues, nicht das, was Jule getragen hat, außer du bestehst darauf. Max Mustermann, du bekommst das Courtside Collection T-Shirt Ball in Till Paradise. Ob du es getragen haben willst von Jule oder nicht, das musst du uns bitte noch mitteilen. Und ansonsten würde ich jetzt sagen, danke für alle, die uns zugeguckt haben, für alle, die den FC Bayern Basketball unterstützt haben. Ich hole jetzt das ganze Team rein, dann seht ihr auch mal alle, die hier mitgeholfen haben. Dankeschön. Also der Basti Ott, der Michi Thekle, der Jan Schmidt-Bese, Jule Glonegger und zu guter Letzt danke, Marco, dass du noch mal bei uns warst. Es war trotzdem eine wunderschöne Saison. Und wenn es, glaube ich, wieder erlaubt ist, dann werden wir auch die Saisonabschlussparty nachholen. Richtig? Machen wir. Alles klar. Alles Cheers. Klar. Cheers. Und zum Abschied gibt's für euch noch die schönsten Bilder unserer Sendungen der vergangenen Wochen. Habt einen schönen Sommer, auch wenn es basketballfrei ist. Und bis bald. Herzlich willkommen, Ehrenpräsident des FC Bayern, Uli Hoeneß. Grüß Gott. Das war für meinen Geschmack besser als erwartet. Das sieht cool aus. Together, das Final 10 Magazin presented by BayWa. Und mein Studiogast ist heute unser Meisterkapitän. Ich habe
geholfen, wo es ging. Habe eher mit mir selbst geredet als mit jemand anderem. Der Spieler und gegebenenfalls die Begleitperson mussten natürlich dann raus aus dem Hotel, raus aus unserer Bubble. Da habe ich die Suppenküche überzeugt, damit die Spieler eine Spaghetti haben nach dem Spiel. Ich habe gesagt, aber wenn ich vielleicht mal irgendwann Präsident bin, dann kann man darüber neu reden. Uli Hoeneß wird immer Uli Hoeneß sein. Umso mehr haben wir uns es verdient anzustoßen. Alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Morgen wirst du wie alt? Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Aber gefühlt 22. So. Ja, genau, gefühlte 22. Herzlichen Glückwunsch. Herzlich willkommen, Dr. Florian Kanzinger. Hallo, Kathi. Das ist eine besondere Situation, sicherlich für jeden. Ich habe 8 Kilo abgenommen. Mhm. Ich habe viel Sport gemacht. Wir haben unseren Garten auf Vordermann gebracht. Ich sage, es ist eine kleine Bundesgartenschau jetzt. Ich glaube, es war beim ersten am Tegernsee, bei unserem Außenpräsidenten Uli Hoeneß. Wir befinden uns jetzt gerade hier im Hotel Leonardo. Heimat des heiligen Hobbs. Den bestbezahltesten Profis passiert es mal, dass man den Korb, das Netz oder das Brett gar nicht trifft. Aki, du bist der Erste. Danke, oder? Das freut mich. Ja, hat noch niemand gesagt, oder? Kein Mensch. Die Statistik ist nicht auf seiner Seite, das kann ich sagen. Das ist alkoholfrei, das Bier.